Oh, da habt ihr ihn umgebracht, seid ihr Jeck? Ja! Mashallah! Wow, 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 wow! Heilige Scheiße, das muss ich alles aufholen! Oh mein Gott, ist das aber... Boah! Hui, hui, hui. Bin ich in der Wanne eingepennt, wa? So, ja, also irgendwie fühle ich mich nicht so in der Stadt wohl, ne? Ich glaube, ich gehe aufs Land. Da habe ich jetzt auch ein Jobangebot, Mensch, im Badehaus. Das wird super. Ich soll schnell, aber zur Wohnung. Ah ja, hier wohne ich, klar. Sorry, kurz Blackout. Oder doch nicht? Hä? Hä? Oh. Ah, hallo. Haben Sie Radio drin angelassen? Hier ist so dröhnende, dumpfe Mucke. Auf, ah. Du bist meiner dann, richtig? Willkommen. Ja, ich, genau, ja klar, ich bin meiner Son. Danke, dass du gekommen bist. Gar kein Problem, Dieter. Das Badehaus befindet sich direkt gegenüber. Habe ich einen kurzen Arbeitsweg, ne? Ist immer viel Quality of Life. Hier ist dein Wohnungsschlüssel. Es ist zwar etwas heruntergekommen, drinnen sieht es aber echt schön aus. Das ist schön. Ja, das ist wirklich, also da hatte er recht. Der hat sich wirklich gar nicht lumpen lassen, ist richtig schön eingerichtet. Da sind Schleifspuren. Oh, ich freue mich schon so auf meine erste Schicht. Hallo, sayonara. Hier? Ja. Hallo, Dieter. Von heute an ist dieses Badehaus dein Arbeitsplatz. Freut mich sehr. Stell dich erstmal hinter die Theke. Ja, schöner Rücken kann auch entzücken, ne? Hallo, bin hinter der Theke. Also gut, tu einfach, was ich dir sage. Klar, Chef. Ich spiele den Kunden. Feuchttücher, Duschgel, Rasierer. Alles klar. Feuchttücher, Shampoo, Rasierer. Für die Schambehaarung. Einfach, nicht wahr? Absolut. Ich zeig dir, was es im Heizungsraum zu tun gibt. Ja, schönen Heizungskeller haben sie hier, aber er muss mal vielleicht modernisiert werden. Meinen sie nicht auch? Das ist doch hier fossile Brennstoffe, die sie hier verbrauchen. Wie wär's mal mit diesem Wärmepumpen oder so? Ich bringe dir jetzt bei, wie du die Wassertemperatur anpassen kannst. Sieht so scheiße unheimlich aus. Also die Beleuchtung hier, dann können sie auch mal röhrenlich, ehrlich. Aber ja, Chef, machen wir. Männer, Damen. So, schöner Holzscheit. Ah, das ist noch wie im guten Brandenburg. Oh, scheiß auf Wärmepumpen, sag ich. Gut gemacht. Ja, danke. Bevor du Feierabend machst, musst du noch sauber machen. Jo, das stimmt. Die Ladenschlussmusik wird dir verraten, wenn es soweit ist. Ladenschlussmusik. Na gut. So, Chef. Ich geh mal in die Fluten. Oder? Macht man das so? Muss hier rumfingern, oder? Wo ist der Gulli? Der Apfel. Oh, Mensch. Ist hier aber auch höchst dreckig. Für den Rest bist du auf dich allein gestellt. Klar, Chef. Schicke alle Kunden weg, die sich nicht an die Regeln halten. So, und jetzt kann ich euch schon mal sagen, der Kasus Knaxus, das Game wird sein, es wird Kunden geben, die wollen nicht weg. Und dann fangen die an, einen zu belästigen. Und dann wird's richtig unfassbar Arsch. Hä, geht's schon los, oder was? Hä, ist jetzt neuer Tag, das Becken ist wieder voll. Hallo? Oh, Servus. Tag. Sofort bei Ihnen, ja? Hallo, Ihre Bestellung bitte. Einmal Duschgel. Duschgel. Was haben Sie mitgebracht, wa? Also, Sie haben keine Tasche dabei, aber zumindest ein Handtuch vielleicht, ne? So, Duschgel. So, bitteschön. Ich bin Futa. Futter. Schön, dich kennenzulernen, Süße. Also, das verbitte ich mir, ja? Ich nenne dich ja auch nicht Moppelchen oder so. Die dumme Sau ist sass. Oh. Hallo. Herzlich willkommen, Hallo, herzlich willkommen beim Badezentrum Nord in Bad Eckenstedt. Duschgel. Das war's. Sag mal, seid ihr alle? Na gut, erstmal die Kohle. So, bitteschön, der Herr. Bist du neu hier? Ja. Nee, sag doch was. Ich hab gerade ja gesagt. Na, ich wusste, dass Frauen zu nichts zu gebrauchen sind. Bitte was? Ohne mich hättest du gerade kein Duschgel bekommen, du dumme Sau. Ich kann dich auch hochkant rausschmeißen. Ich hab Hausrecht. Chef hat gesagt, ich brauche mir ja nichts hier fallen lassen. Wollen Sie mit dem Schichtleiter reden? Der zieht Ihnen die scheiß Löffel lang. Und was soll dieses Reh so für Arme? Wow! Ihr solltet lieber mal einen Mann einstellen. Wo sind wir? Einen Mann einstellen? Ja. Soll ich in die Küche, wa? An die Leine! Durch.
Gut, Hausregeln können wir mal. Aufgaben rauswerfen vom Kunden, die sich nicht an die Regeln halten. Kunden begrüßen. Geld an Kunden zuhören und gewünschte Artikel in Baderäume reinigen. Okay, dann checke ich jetzt mal. Oh, das ist zu wenig Temperatur. Ich düse los. Ein Affe im Badehaus? Ein Affe im Badehaus? Also jetzt... Ah. Ist der Affe im Becken? Der Typ hat mir gerade an den Hintern gefasst. Ja, das geht natürlich nicht, ne? Also streng genommen, die Hausregeln besagen nicht, dass man jemanden nicht befummeln darf. Ich hab die gerade gelesen. Schmeiß den Regelbrecher raus. Er hat keine Regel gebrochen, nochmal. Also, das, jetzt gehe ich nochmal auf Nummer sicher. Kunden begrüßen, Geld an... Achso, das sind die Aufgaben. Okay, wo sind denn die Regeln? Ah, ja. Oh, okay. Kunden, die sich nicht an die Verhaltensregeln halten, werden nicht geduldet. Betrunkenen oder tätowierten Kunden wird der Zutritt verweigert. Nur Kindern bis zu 6 Jahren ist das gemischte Baden erlaubt. Schwimmen verboten, ebenso Tauchen. Die Becken sind so hoch. Rennen verboten. Schlafen in der Sauna verboten. Also hier steht nichts von Fummeln. So, der Herr, ich habe gerade nochmal die Regeln gecheckt. Wir haben natürlich hier in unserem Badehaus Badigenstedt Nord gewisse Verhaltensregeln im Bade- und um Bekleidungsraum. Also, dass man nicht befummeln darf, ist da tatsächlich nicht aufgeführt. Aber vielleicht ist der Herr tätowiert. Ich sehe jetzt keine Tattoos. Ja, dann, genießen den Aufenthalt, ja? Ich mach mal das Wasser ein bisschen wärmer. Das ist nämlich hier viel zu lauwarm. So, auf die Umwelt. Ich muss wahrscheinlich, damit das Spiel Progress da irgendwas jetzt machen, ne? Also, ich sag's Ihnen jetzt ein letztes Mal, in unseren Verhaltensregeln, da steht nichts von Fummeln verboten. Sehen Sie mal als Kompliment, Süßer. So, raus hier. Ja, ganz abgeneigt hat er jetzt nicht auf mich gewirkt. Ja, das ist so ein Empfänger-Sender-Problem, glaube ich, bei Ihnen. Sie denken, das wäre nicht problematisch, aber das ist falsch. Er reagiert ja auch gerade so, ne? Haben Sie ihm zugehört oder sind Sie dumm? Und ich dachte, ich hätte einen netten Kerl gefunden. Du verpiss dich jetzt. Dann tschüss. Oh, Kundschaft! Die Damen. Hallo, herzlich willkommen bei Badehaus Badigenstedt Nord. Ihre Bestellung bitte. Du bist dabei, Junge. Bist du die neue Teilzeitkraft? Vollzeit, tatsächlich. Wir kommen oft hierher. Das freut mich, dann sehen wir uns ja häufiger. Ich mag sie nicht. Wir kennen uns ja noch gar nicht. Das kann ja, also ist ja sehr vorurteilhaft behaftet, ne, Dings. Entschuldige bitte. Gar kein Problem. Sie meint es nicht böse. Hm. Übrigens siehst du wie jemand aus, den ich schon mal gesehen habe. Mein berühmtes Hand of Blood. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Du siehst genau so aus wie das letzte Mädchen, das hier gearbeitet hat. Aha, was mit der passiert? Das ist schon viele Jahre her. Ja, und in der Zwischenzeit hat hier niemand gearbeitet, oder was? Sie war das Mädchen, das plötzlich verschwunden ist, oder? Oh, haha, cool. Ist auch egal. Ich mag dieses Mädchen hier trotzdem nicht. Vorsicht übrigens. Die Verhaltensregeln dieses Hauses, ich üb die aus. Exekutive. Hör nicht auf sie. Gib dein Bestes, ja? Naja, einmal ist keimer, sag ich. Das war jetzt das zweite Mal. Beim dritten Mal fliegt sie raus, Shio. Tschüss. Tschüss. Ab in die Umkleide, zack. So, Temperatur bei den Damen. Oh, das ist ja viel zu heiß. Nicht ins Becken. Oh, Entschuldigung, ja. Nicht ins Becken. So, jetzt ideal. So, servus, hallo, herzlich willkommen bei Badehaus Badigenstedt Nord. Ich hätte gern Shampoo, Feuchttücher und Duschgel. Man kann doch mit Hallo erstmal. Wir haben nur noch Duschgel, geht das aus? 3-1 für die... Passt, ne? Kohle, bitteschön. Ich heiße Ray. Wo wohnst du? Das tut jetzt ja nichts zur Sache und ich finde es auch ein bisschen übergriffig, so eine Frage zu stellen, ja? Du wohnst hier ganz in der Nähe, stimmt's? Also nochmal, hast du irgendwie Stroh in den Ohren? Ich habe dir gesagt, das geht dich nicht an, das ist auch ein bisschen übergriffig! Oh, liege ich etwa richtig? Aus! Vielleicht komme ich dich mal besuchen. Vielleicht kommt sie gleich mal die Polizei besuchen hier. Ich habe nämlich hier Telefon. Sie sehen auch der Person da drüben an der Wand erschreckend ähnlich, Freundchen. Warte mal. So. Wo bist du? Hey! Wo?
Also willkommen bei Badehaus bei den Städten Nord. Ihre Bestellung bitte. Rasierer, Feuchttücher, Shampoo bitte. Wir haben aber nichts mehr, also... Noch Rasierer haben wir noch. Karl, ihr müsst einmal aufgestockt werden, die Produkte, ja? Over. Werd nicht übermütig, nur weil du jung bist. Naja, das ist Teamarbeit. Das ist jetzt nicht übermütig, finde ich. Ich mach meinen Job, Karl sein. Wie unhöflich. Ich wiederum finde es sehr unhöflich, sowas direkt zu formulieren wie werd nicht übermütig. Wie wär's mit schönen guten Tag, ich bin die Sabine. Wie ist denn dein Name? Sind hier auf dem Land eigentlich alles asoziale Wichser? Hey Karl, was geht? Wieso lässt du diese dreckige Frau rein? Welche dreckige Frau? Hä, was ist denn das für eine Formulierung? Hallo? Wo ist denn hier eine dreckige Frau? Ah, sehr, sehr nett. Neue Lieferung, ja. Ja. Na gut. So, bitte, ab ins Becken, ja? Hier ist auch keine dreckige Frau. Was ist das denn für ein Unfall? Mit dem Handtuch! Entschuldigung. Also Sabine, actually, laut... Verhaltensregeln. Dürfen Sie keine Klamotten tragen? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, Regeln sind Regeln, Sabine. Mich seht ihr hier zum letzten Mal. Gut, gar kein Problem. Ah, ich habe ein Vergehen jetzt oder was? War falsch? Egal, die mochte ich nicht. Herzlich willkommen bei Badehaus Badingstedt Nord. Ihre Bestellung bitte. In so ein trostloses Badehaus kommen auch heiße Kerle? Bisher nicht. Die Haare und diese schneeweiße Haut. Ach, der! Der hat gefragt, wo ich wohne und wollte dann auch, also der hat kein Nein verstanden. Ist für mich eine Red Flag, ne? Musst du wissen. Aber eigentlich darf er ja gar nicht in das Damenbad. Wie bitte? Oder ist das doch erlaubt, solange man gut aussieht? Hä, nein! Ist der im Damenbad, die dumme Sau? Hä? Hä? Ach so, ich dachte schon. Ach, das hätte die sich gewünscht, wa? Was ist das denn? Den Schwimmreif dabei für 30 cm Wassertiefe? Und was soll das? Warum macht ihr euch vorher die Füße nass? Temperatur! Wie kann das so heiß sein? Ich hab's ja runtergemacht, das geht ja nicht... Die hatte Badeklamotten an, right? Scheiße, ich hab eh schon verkackt, oder? Ist das Kind, was Sie anscheinend dabei haben, ich sehe es nur nicht, unter 7 Jahre alt? Was ist das Problem? Ja, denn nur bis zum 6. Lebensjahr ist das gemischte Baden erlaubt. Wenn du hier arbeitest, solltest du auch die Regeln kennen. Ich hab ja gerade auch sogar die Regeln für Sie formuliert. Also, sie hat jetzt auch nicht Ja oder Nein gesagt, ne? Wie alt bist denn du? Hallo? Hey, wie alt bist du? Muss jetzt der Knirps. Muss den leider raus... Also, ich weiß ja nicht, wie alt er ist. Wenn der seine... Wenn Aussage verweigert wird, wird der rausgeschmissen. Wa? Wo ist er denn? Ist er ertrunken? Ich muss wahrscheinlich den Tag eh nochmal neu machen, oder? Weil jetzt kommt gleich Cheffe und sagt... Ach, die hauen die ganze Zeit rein. Aber sie ist jetzt ohne ihr Kind gegangen und ohne sich umzuziehen. Das ist die Rausschmeißermusik! Jetzt schließe ich erstmal ab, damit kein neuer mehr reinkommt, oder? Oh! Servus! Alles lief glatt. Du hast heute ein paar Fehler gemacht? Ja, aber war ja auch erster Tag. Jetzt habe ich hier schnallt. Streng dich morgen mehr an, okay? Mach ich, Chef. Mach ich. Danke nochmal. Dann kümmere dich mal ums Saubermachen. Mach ich. Wenn du fertig bist, kannst du gern ein Bad nehmen. Naja, ich muss das Wasser ablassen überall, um sauber zu machen, deswegen... Gut, ich bin dann mal weg. Warum guckt der immer so nach hinten, wenn der geht? Okay, also. So, jetzt geht's wieder los. Oh, schön erstmal Schicht hier. So, jetzt lassen wir... Ah! Oh Gott! Vorsichtig, in diesem Badehaus spukt es. Junge. Wo hast du dich denn versteckt, du kleine Ratte? Und hier spukt's nicht. Also, und deine Mama ist einfach reingehauen, falls es deine Mama war. Meine Mama? Ich wusste, es war gar nicht die Mama. Ich habe angenommen, es wäre die Mutter. Und deswegen hat sie auch so weird geantwortet, weil es gar nicht die Mutter ist. Ich habe keine Mama. Ja. Ciao. So. Mir auch scheißegal, ab in die Pfanne. Ja! Ja! Komm. Mein Gott, muss ich das jetzt überall machen? Oh ja, das ist dreckig.
Ajo, wir dürfen baden, ne? Jetzt mache ich mal auch diesen komischen Modus hier mit dem Füße abduschen. Nach unten schauen. Hä? Ach so, da ist eine Progress-Leiste. Karl? Wie kann ich aufstehen? Machen wir einfach weiter. Mein Gott, ist das eine tolle Mechanik in diesem Spiel! Ein Affe im Büro, ich hab's gewusst! Das sag ich Dieter. Jetzt reicht's mir. So, jetzt erstmal hier alle beide raus. Warum ist das Licht aus? Hallo? Hallo? Der war nackt, ne? Die eklige Sau. Was will der Schimpanse? Hallo? Oh! Boah, nee, ey. Muss ich jetzt Hand anlegen. Er ist rübergehopst, ne? Die alte Ratte. Wieso ist Licht eigentlich aus? I mean... Ja, was ist denn jetzt los, Alter? Oh, da ist eine ganze Affenfamilie, wa? Kusch! Raus hier, los, sofort! Aus! Ich ruf den, Dings. Den Dings hier. Der vertreibt euch. Tierfänger. Dann kommt ihr alle ins Zoo. Leute, habt ihr ihn umgebracht? Seid ihr Jeck? Ich tarn mich. Dann gehör ich zu ihm. Oh, ist ja schon wieder Zeit zur Arbeit zu gehen. War wohl nur ein Traum. Das war ulkig gestern, ne? So, was ist jetzt hier eigentlich mit dem Schrank? Können wir den irgendwie verschieben? Ach, auf einmal geht's, ja? Wie heißen nochmal die Dinger? Ist das jetzt so ein Glory Hole oder hallo? Boah, das ist ja, ja, besser ist. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also, da werde ich auch mit dem Vermieter sprechen, der ja auch gleichzeitig mein Chef ist, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Na gut, ab zur Arbeit. Anziehen brauche ich mich nicht. Da wohnt niemand. Können Sie vergessen. Da, hallo, konnichiwa, da wohnt niemand. Und sie greifen neben den Türknauf. Naja, anyway. So, heute darf ich keine Fehler machen. Servus, also erstmal zur Wohnung, ne? Da ist ein Loch in der Wand. Tut mir leid, dass du gestern einen harten Tag hattest. Gut, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, passiert, ne? Chef, da waren eine Menge Affen. Affen? Ja. Naja, wir sind ja auf dem Land. Das ist nichts Ungewöhnliches. Mach dir also keine Sorgen. Die haben aber einen umgebracht zu 8 oder 9 oder so. Bevor ich es vergesse. Heute kommt unser Stammkunde Keiichi uns besuchen. Er sieht ziemlich streng aus und trägt einen Anzug. Lass ihn auf jeden Fall rein. Okay, ja. Auch wenn der Scheiße baut? Na gut. Hallo, herzlich willkommen bei... Okay, alles gut? Sind die auf Drogen? So, fertig. Du hast einen echt schönen Körper, aber... Ey, ich kann das nicht mehr. Das ist so eine Scheiße, hier zu arbeiten. Da bin ich lieber obdachlos, wirklich. Du könntest beliebter sein, wenn du ein bisschen abnehmen würdest. Ey, ich bin wirklich mittlerweile sprachlos. Was soll ich jetzt sagen? Ja, stimmt, hast du recht, ne? Danke. Kannst du kochen? Das ist doch... Du bist doch bescheuert. Du bist doch bescheuert. Durch wie kann man denn so eine Scheiße von sich geben? Weil ich eine Scheide hab, oder was? Also, actually nein, aber... Kein Wunder, bist ja auch eine Frau. Du hast bestanden. Oh, danke. Bei was? Beim Idiotentest? Du darfst meine Frau sein. Hehe. Raus. Raus, du kannst die Feuchtigkeitstücher und den Rasierer in den Arsch stecken, wirklich. Du bist so dran, du fliegst so hochkant raus, mir scheißegal. Das lasse ich mir nicht bieten.
Hat er angelassen, ne? Hat er angelassen? Hat er angelassen. Entschuldigung. Ein Schlaganfall. Ein Schlaganfall. Ich muss einen Krankenwagen rufen. Ich muss einen Krankenwagen. Habe ich ein Telefon? Ich kann gerade nicht. Oder sind Sie zufällig Notarzt? So, der hat einen Schlaganfall. Was mache ich denn hier? Gut, nicht mehr mein Problem. Muss das Dorf sich kümmern. Also, dem ging's gut hier. Ey! Raus! Sofort! Nein! Ey! Ja, so, jetzt aber! Ey, ja, eins, das waren zwei! Hä? Digga, du sollst dich verpissen! Bleib weg von mir! Ich gehe! Ja, ab! Los, die Leine! Arschloch! Komm schon! Hallo, ach, Mio oder Shio, hä? Wen haben wir heute? Warum arbeitet eine junge Frau wie du hier? Denko, dritte im Bunde. Ja, warum nicht? Ich gebe dir 3 Tage, bevor du das Handtuch wirfst. Pff. Handtücher habe ich schon aufgeworfen. So, ey, wirklich, gerade gecheckt. Jetzt reicht's mir aber. Was ist denn das für ein... Entschuldigung. Ah, schon gut. Ich habe jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Mann, mit einer scheiß Wärmepumpe. Ich sag ja nur. Wirklich, bisschen moderner. Kann doch nicht so schwer sein. So, und die fliegt jetzt raus. Ich weiß nicht, was das hier für eine Creepshow ist, aber machen Sie es einfach woanders. Draußen regnet es, haben Sie vielleicht weniger Probleme mit der Sauerei, ja? Warum muss ich von einer wie dir rausgeschmissen werden? Warum nicht? Was ist denn jetzt schon wieder? Mann, ich muss das sauber machen. Das ist ja widerlich, aber warum habe ich denn jetzt... Hä? Ich habe dir gerade aufgenommen. Gedrückt halten, oder? Schauen Sie nicht hin. Mir ist ein Farb... Ach so. So. Sie sollten sich verpissen. Oh, ist kurz schwindig geworden. Wieso habe ich denn da jetzt ein, Ding? Mashallah. Hi! Handtuch. Gut. Arbeite schneller. Das war gerade wirklich... So schnell habe ich vorher noch nie gearbeitet. Was sind das für Klamotten? Wieso habe ich jetzt einen Fehler bekommen, wenn ich eine blutüberströmte Frau, die sich da irgendwie absticht, rausschmeiße? Und was ist bei dir wirklich? Da sind ja alle Leitungen durchgebrannt, wa? So, ich guck mal, dass sie keine Scheiße baut. Weil sie ist, glaube ich, gerade meine einzige Kundin, ne? Gut. Dann... Ach du Scheiße, Mann. Wie passiert das? Hau! Ist Mutti noch da? Ich glaube, der geht's gar nicht gut. Hallo, herzlich willkommen bei Badehaus Badingstedt Nord. Ihre Be- Dann nicht. Ach so. Hä? Gut, der redet nicht geil. Hä? Und er braucht nix. Na, ja, das schaue ich mir jetzt aber mal Jans hier noch an. Alles gut? Hast du Fieber? Soll ich Fenster aufmachen? Bro, wir sind nicht bei Matrix. Geh mal anständig. Servus. Ja? Shampoo, Handtuch, Rasierer. Handtuch, Rasierer, kein Duschgel. Herr Brose, ich bräuchte nochmal Ihre Hilfe. Over. Du bist so jung. Warum arbeitest du hier? Warum fragen das alle? Dürfen junge Menschen nicht arbeiten, Henning? Du gibst mir so ein, ich bin sehr empfindlich und kann deswegen nicht arbeiten, Vibe. Und du gibst mir, mir wurde in den Kopf gekackt, Vibe. Und? Wie läuft es mit den Männern? Scheiße. Männer. Ich hab das gehört. Ich bin nicht schwerhörig. Ob du einen Freund hast, frage ich. Brauche ich ihn nicht beantworten. Also ich sage Ihnen eins, ja? Sie haben jetzt Ihr Shampoo und Ihren Rasierer und sonst was. Damit können Sie sich jetzt die Scheide rasieren oder Sie verpissen sich. Selbst wenn du einen Freund hättest,
Wäre wahrscheinlich ein Versager und hässlich wie die Nacht. Mein Gott, und wenn's Peter Lustig wäre, immer noch besser als mit dir, alter Schreckschraube, zusammen zu sein oder nur ein Gespräch zu führen. Also, das ist eine Unerhörtheit. Die werde ich so kontrollieren, Herr Brose. Da, oh, ich mach richtig Feuer. Die verbrennt sich richtig. 100 Grad. Junge, das kocht die Brühe, wenn die sich da reinsetzt, Alter. Verbrennung dritten Grades. Ja, da geht noch mehr. Und einer. Und nur noch einer. Ah! Oh Gott. Alles gut. Irgendwer hat sich jetzt hier reingeschlichen. War das die Alte? Ich gehe mal nachschauen. Alles gut, Herr Brose. Machen Sie weiter. War nur ein kleiner Zwischenfall hier. Also hier wird rum. Rennen ist hier verboten. Wer war das? Oh, hallo. Herr Ustinov. Feuchttücher, Handtuch. Schnell. Ja, und wie ist das Wetter so? Geht's Ihnen gut? Schnell. Bitteschön. Du bist die Neue. Hier bitte? Ja, geh mal. Ja, ich bin die Neue. Ich bin Keiji. Wer? Hat gefragt. So, viel Spaß noch. So, die verbrennt sich hoffentlich. Das wollen wir nicht. Hat die sich... Die ist totgebrutzelt, oder? Hey, das war die wirklich. Die ist hier nirgends. Hier liegt der Hut. Ich muss da nochmal rein. Die Öfen brennen. Vielleicht war die auch sauer. Und hat das gecheckt, dass ich sie... Hübelsa! Was ist das? Steckdose. Na gut. Vielleicht ist die auch hier untergetaucht. Kannst du mir den Rücken waschen? Bitte was? Nee, sorry, da bin ich raus. Hey, was hast du gesagt? Kannst du das wiederholen? Scheiße, der ist wichtig, ne? Also mein Job ist mir auch wichtig. Schon gut. Wo ist der Mob? Braucht die Kohle. Wo ist der Wichser? Da. Der hat Tattoos. Der hat Tattoos. Was mache ich jetzt? Chef hat gesagt, der ist wichtig. Da mache ich eine Ausnahme. Ich habe auch keinen Bock, dass die Yakuza mir hier jetzt die Daumen abschneidet. So. Sie haben aber einen schönen Rücken. Bist du fertig? Ja, ich glaub, schönes Tattoo, der Herr. Hey, so eine junge Frau wie du. Oh, jetzt geht das schon. Warum arbeitest du hier? Oh Mann. Warum denn nicht? Hallo! Weißt du, das Badehaus wird von meinem Unternehmen finanziert. Ah, gut, dass ich den nicht rausgeschmissen habe. Ich war es auch, den Dieter die Erlaubnis gegeben hat, dich hier einzustellen. Oh, das ist ja nett von Ihnen. Aber jetzt, wo ich dich gesehen habe, habe ich meine Meinung geändert. Oh. Warum arbeitest du nicht für uns? Eine feine junge Dame wie du, ich würde dich sehr, sehr gut behandeln. Also actually ist die Arbeit hier im Badehaus wirklich ein Haufen Scheiße, ne? Nein, danke. Na gut. Ich dachte, ich könnte jetzt schon in der Probezeit, ist ja Probezeit, könnte ich einfach rausdippen. Was? Du wagst es, meine Einladung abzulehnen? Naja, eigentlich bin ich dafür. Ach, meine Nase blutet. Herr Kaishi, Ihre Nase... Geht's Ihnen gut? Na, da, 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 da. Chef, da war also heute, glauben Sie mir, das war ein crazy Arbeitstag. Du hast dir wohl den falschen Beruf ausgesucht. Ja, also sorry, die Arbeitsbedingungen sind aber auch wirklich besonderer Natur, wenn ich das mal so formulieren darf. Viel Glück für morgen. Danke. Das werde ich actually wirklich brauchen. Mit mal netter Kundschaft oder ohne Blut. Übrigens ist Kaichi gekommen. Kann man so sagen, ja. Wie geht es ihm? Unterdurchschnittlich. Ist dir irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nur er hat sich etwas seltsam verhalten. Dann mach jetzt sauber und geh nach Hause. Könnten Sie vielleicht die Tür hinter sich schließen, damit keine Affen in das Badehaus kommen? Ey, dann nicht, kein Problem. Ach, alles cool. So, Wände schrubben.
Da ist jetzt wahrscheinlich irgendein Penner oder so, ne? Irgendein Arschloch. Hab eine Tür gehört. Ach, die ist wieder zugegangen. Alles gut, bin nur ein bisschen nervös. Hat er wer geklingelt? Wir haben geschlossen! Boah, Digga, das ist ja unangenehm. Da kommt Rauch aus dem Heizungsraum. Jo, und da steht wer? Ja, ist ja gut. Gut, ich schau mal nach. Könnte die Frau sein, die weggecheckt ist? Hat die hier... Das ist die for real. Ich hab die vorhin verarschen wollen. Jetzt zündet die selber den Laden an. Entschuldigung, Sie müssen gehen. Wir haben Feier. Perfekt. Gut. Hä? Oh. Ein Diadem. Oder was ist das? Ja, was soll ich machen? Feuerwehr rufen, oder? Da ist nichts drin, wie kann das brennen? Weil die aus Holz sind, ich hab's gesagt. Die kann ich nicht drücken. So, wo ist... Ja. Chef, es brennt. Oh, schon wieder? Was? Ich kümmere mich darum. Ja, aber... Geh du schon mal ein Bad nehmen. Ja, dann aber... Und dann ab nach Hause. Ja, aber schnell, ja, machen Sie mal. Da war auch eine Frau, die wurde irgendwie in die vierte Dimension gebitch-slappt. So, dann gehe ich mal baden. Hier, wa? Ey, jetzt nicht wieder Füße abspritzen, das ist so awkward. Hey, entschuldige. Hä? Hat er wer was gesagt? Entschuldigung. Ich kann gerade nicht, ich... weiß nicht, sprüh mir die Füße ab. Ich mach schneller. Digga, das ist so... Oh, oh Gott! Da war jemand genau neben mir. Da war... Hm? Bro, hier ist gerade Wasser gespawnt. Was ist hier? Ah, die Wellen kommen. Aufpassen, meine Damen und Herren. Wir starten die Wellen. Warum? Ja, ich würde jetzt auch ganz entspannt erstmal ein Bad nehmen. Also wenn so nah mir irgendeine Trulla ins Ohr murmelt und übrigens brennt's da drin oder was? Oh. Entschuldigung, ist da jemand? Ja, ich arbeite hier. Ich arbeite hier. Du brauchst mich nicht nachäffen. Da müsste ein Quietscheentchen bei dir sein. Könntest du es mir zuwerfen? Bitte. Das ist wie diese Erdmännchen, wo man immer mit dem Hammer draufhauen muss. Habt ihr? Oh. Warum gehe ich nicht nach Hause? Oh, falsche Becken. Sorry. Zack. Wo? Oh! Ich hatte eben das in der Fresse, ne? Ah, das war ganz schön eklig. Da ist ein Mob angesprungen gekommen. Kann ich bitte hier raus? Hallo? Oh. Hab nur hier träumt. Mensch, er ist mir irgendwie Mob in die Fresse geflogen, ne? Hätte den Job nicht annehmen sollen, glaube ich. Ja, klopf wer? Ja, ich komme gleich. Eine Klingel können die sich hier nicht leisten, oder was? Hi. Na? Na? Hast du gut geschlafen? Ey, Dieter, komm doch rein, setz dich. Gut, also, wie gehen wir's an? Das ist jetzt mein erstes Personalgespräch, ne? Fangen wir erstmal ganz rational an. Ja, solche Dinge passieren ja auf dem Land manchmal. Okay, klar. Da du Probleme mit Flüchten und Geistern hast.
Schau doch mal beim Schrein in der Nähe vorbei, bevor du zur Arbeit gehst. Das macht Sinn, ne? Da sollte ein Priester sein. Es kann nicht schaden, mal mit ihm zu reden. Ich mache mir Sorgen um dein Wohlbefinden bei der Arbeit. Ja, das ist sehr nett. Tatsächlich finde ich die Gäste schlimmer als die ganzen Spukgeschichten. Das sieht nach einem Aufgang zu einem Schrein aus, right? Ja. Der Vermieter hat von dir gesprochen. Ja, ich bin Meiner-San. Meiner-San. Ja. Schön, dich in diesem Dorf willkommen zu heißen. Cool, freut mich, jemanden zu treffen, der halbwegs Manieren hat. Nett. Gibt es etwas, bei dem ich meine Unterstützung anbieten kann? Ja, in der Tat. Also, eigentlich zwei Sachen, ne? Aber das Wichtige erstmal, im Badehaus, da geht crazy shit ab. Dich umgibt etwas Böses. Ah, scheiße. Für den Moment werde ich dir den Segen der Götter schenken. Mögen die Götter dir den Weg leuchten. Mit Mob oder was? Was haben die? Also, ja, nett. Aber warum nur für den Moment? Und halte dieses Amulett immer nah bei dir. Ach, das ist ja nett. So, frisch ans Werk. So, moin. Shampoo, Duschgel, Handtücher. Kostet aber, ne? Super. Ich möchte deine Hand lesen. Magst mir deine reichen? Nein! Lass Hallo! Mich sehen. Du scheinst eine tiefe Verbindung zu diesem Dorf zu haben. Junge, bist du bescheuert? Lass mich los! Ah. Bruder! Und diese Linie hier. Und du hast unter körperlichen Schmerzen gelitten? Ja, gerade jetzt! Du musst mich nicht anlügen. Als nächstes diese Linie. Bruder, ich hab doch gesagt, gerade jetzt. Das ist ganz schön unangenehm und tut auch weh. Ich rufe jetzt die Bullen. Du hast starke Gefühle der Abneigung und der Liebe. Ja, vor allem Abneigung. Liebe empfinde ich seit Tagen nicht mehr. Und dann noch. Also. Gut, bis bald. Ja, ciao. Der nächste, weiß nicht, ist der Weihnachtsmann. Alles gut? Mein Name ist Toru. Ich suche nach meiner Zwillingsschwester. Kannst du mir da helfen? Nein, wer hat gefragt? Bist du das auf dem Poster? Das ist natürlich eine richtig schlaue Frage. Ah, du hast es gesehen? Ja, ist ja nicht so, dass das hier literally im ganzen Dorf hängt. Ich habe nichts getan. Ist ja gut. Ich frage ja nur. Du musst mir das glauben. Okay. Im Dorf muss es jemanden geben, der mich nicht leiden kann. Ich kenne das Gefühl, ne? Die ganze Dorfbevölkerung mag einen nicht, ne? Lass es mich bitte wissen, wenn du etwas über meine Schwester herausfindest. Ja, hast du wenigstens einen Namen? Ein Alter? Bruder, ich soll über eine weibliche Person was herausfinden. Und jetzt machst du wieder einen Matrix-Abgang. Was ist mit ihr jetzt? Haben Sie Durst? Ich kann Ihnen da was rausholen. Milch. Milch. Gut. Was macht die Dings? Oh Gott. Oh Gott. Ja, wir haben ein bisschen Ungeziefer. Naja, das passiert, ne? Gehen Sie bitte noch nicht ins Bad! Hat der Tattoos? Ist das normal? Also. Ich wollte doch einfach sterben. Ach so. Sterben ist der einzige Weg. Aha. Ja. Können Sie das bitte woanders machen? Danke. Ach Mensch, Sie waren gerade noch unterm Tisch, ne? Servus, herzlich willkommen. Haben Sie die Kasse gefunden? Duschgel. Freut mich. Ja. Schau. Feuchttücher. Also. Oh, das haben Sie alles nötig. So. Oh. Ah. Kurze Tee-Pause, ne? So. Ist noch drin gelandet. Ist doch super. Feuchttücher. Bitteschön. Trauer. Qual. Wut. Ja, empfinde ich auch. Ist die schwanger? Ist der Typ reingehauen, der sich umbringen wollte? Oder? Von seinem Hocker? Mund zu, sieht. Ah, dann nicht. Oh. Seit wann ist die Sauna offen? Wait a minute. Die war noch nie offen, right? Die wurde auch noch nie benutzt. Ich gehe da jetzt nicht rein, dann geht die Tür zu. Ach du Scheiße, wer ist das denn? Geht's Ihnen gut? Hä? Die ist eingepennt, Sie dürfen hier nicht schlafen. Boah, gut, dass ich die per Zufall gefunden habe. Sonst hätte ich wieder Punktabzug bekommen, ne? Digga, was war das denn gerade? Und was geht hier jetzt ab?
Nein, sie hat ihr Kind geboren. Nein, oh mein Gott. So, was geht hier ab? Nee. Die Scheiße gebe ich mir nicht. Ich habe hier Mob für Sie, das machen Sie sauber. Jetzt reicht's. Das ist wirklich, da brauche ich eine Gehaltserhöhung. Das geht nicht. Sie nehmen jetzt Ihr Drecksplag und gehen ins Krankenhaus oder zu diesem Priester oder was weiß ich. Es ist alles seine Schuld. Hier bitte nicht rennen. Mach doch die Tür zu. Nicht laufen, sonst fliegen Sie raus. Bro, ohne Witz, was ist das hier für eine Freakshow? Na, wollen Sie Milch? Ja, dann bis zum nächsten Badebesuch bei uns, ja? Beehren Sie uns bald wieder. Badehaus Badeckenstedt Nord bedankt sich für Ihren Besuch. So, Oma, du verpiss dich jetzt. Es gibt keine Milch. Du musst gehen. Milch. Du musst es gehen! Gibt keine Milch. Geh! Dieter, die geht nicht. Du hast zwar ein paar Fehler gemacht, aber noch ist es akzeptabel. Kümmere dich heute um die Spiegel. Marek, Chef, ganz kurz, da ist eine Oma, die weigert sich zu gehen. Irgendwie labert die ganze Zeit mir ein Kotelett an der Backe, dass die Milch will. Wir haben aber keine Milch. Chef, bitte, die Oma. Ich kann so nicht arbeiten. Ach, jetzt sind Temperaturen ideal, ne? Ich hol schon mal das Amulett raus. Mein Gott, jetzt geht's los. Achtung. Ja, endlich fertig, Mensch. Nach dem, was gestern passiert ist, ist mir irgendwie auf einmal die Lust aufs Baden vergangen. Ich glaube, ich gehe jetzt home. Ah nee, heute gehe ich mal in die Sauna. Voll geile Idee. Schön in die Sauna, ein bisschen aufwärmen. Machen wir mal die Tür zu. So, hier setze ich mich hin. Was ist jetzt los? Ach so, Hold Key. Oh Gott. Jetzt wird's aber rechte Maustaste, linke. Nur rechte und linke, nur linke. So, jetzt reicht's. Ich hab die Faxen dicke. Ich hab dich gesehen. Ich hab ein Amulett vom Priester persönlich. Nicht ein Tag, der normal ist, in diesem Drecksloch. Wirklich, wer wohnt hier in diesem Kackdorf? Wobei Badeckenstedt geht eigentlich. Noch eine Geburt? Wie waren Sie? Wir haben keine Milch! Oma, ich hab die Faxen dicke. Wir haben keine Milch. Gehen Sie. Jetzt reicht's mir. Ich hol Milch. Frische Vollmilch, 3,5% Fett. Vom Gut und Günstig. Hey, Ju! Hä? Das ist das Armband meiner Tochter. Oh. Ja, die, das kann ich erklären. Die war sehr unfreundlich und dann habe ich den Ofen quasi auf 1000, also der Boden war Lava, ja. Gib es zurück! Ey! Ja, kannst ja haben. So, jetzt nimm deine Milch und geh. Joko? Joko? Ist Joko die Truller, die hier rumkrabbelt jetzt? Oder ich bin langsam ein bisschen durcheinander? Joko? Ich ruf die Bullen. Geht nicht. Hä? Joko! Nein, bitte gehen Sie, bitte. Ich habe jetzt 8 Stunden für Sie Milch organisiert. Jetzt haben Sie irgendeine andere... Wow, 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 wow! Okay, ja, 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 noch mehr Milch. Heilige Scheiße, das muss ich alles aufräumen. Alles in Ordnung? Ach, ja, im Rahmen, sag ich mal, ja. Servus. Ah, was ein Glück. Ja, ich leb noch, alle dude. Ich muss dir etwas Wichtiges über dich erzählen. Ach, über mich, ja, lass hören. Bitte komm in den Keller des Badehauses. Klar,
Ey, das ist genau das, was ich jetzt hören will. Im Heizungsraum findest du eine Tür. Ist mir scheißegal! Dass ich auf dem Weg nicht von dem Vermieter sehe. Ciao. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen und dann kotze ich in diesen Mülleimer. Der Protagonist ist so dumm. Also so scheiße dumm. Aber ich embrace es jetzt. Wisst ihr was? Ich habe so Bock, in diesen Keller zu gehen. Hast du was über meine Schwester herausgefunden? Nein. Vielleicht bin ich deine Schwester. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Das war ein Witz. Also, ich heiße Maina-san. Ein schöner Name. Ja, danke. Jetzt geh weiter, bitte. Bis dann. Ja. Ja, geh durch mich durch. Ey, ist cool. Ciao. Wer ist das? Wer ist das jetzt? Hör auf zu singen. Die Leute wollen schlafen. Beantworte mein Quiz. Sag bitte. Erste Frage. Welches menschliches Organ ähnelt einer Süßkartoffel? Leber, oder? Richtig. Eine Süßkartoffel ist wie eine Leber. Als würde man eine Leber essen. Das ist Quatsch. Nun die zweite Frage. Was kannst du essen, ohne zu sterben? Also eigentlich alles außer Champignons, bin ich ehrlich. Das ist falsch. Ja, dann bring mich um. Beschissene Antwort. Schäm dich. Beschissene Antwort, schäm dich? Ey, ganz ehrlich, fühle ich. Ich bin gerade in demselben Modus. Nur, dass ich schon eine Weile hier in dem Dorf bin und du gerade angekommen wahrscheinlich. Aya! Stipendia! Ciao, ich muss in den Keller. Oh, einladend. So, Keller, klar. Mach mal auf hier. Ist das der Dieter? Na gut, geh ich links lang. Hä? Oh, shit! Box Schlüssel. Die Nummer 4. 3, 3, 4. Digga, ist alles. Na gut. Schlüssel zur Wohnung 201. So, wer wohnt hier eigentlich? Tagebuch eines Vermieters. Aha! Ich habe beschlossen, ein Mädchen einzustellen. Sie ist jung und schön. Ich glaube, sie hat sich in mich verliebt. Ach, der redet gar nicht über mich. Das ist meine Vorgängerin. Joko ist verrückt nach mir. Mhm. Trotzdem verkehrt sie ständig mit fremden Männern. Und das, obwohl sie mein ist. Aha, ja klar. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich werde Joko in den Keller sperren. Ey, Conclusion, klar. Ey. Dann bin ich der Einzige für sie. Mhm. Sie ist jetzt schon eine ganze Weile da unten. Bald werde ich mal wieder nach ihr sehen. Das ist die, die da rumgekrabbelt ist. Ah, die kommt nachts aus dem Keller. So, nächster Tag. Joko ist tot, ja. Ich fand sie blutüberströmt auf dem Boden liegen. Es scheint, als wäre sie schwanger gewesen. Wer ist der Vater? Das werde ich dir nicht verzeihen. Ey, du findest sie tot und das, was dich beschäftigt, ist, dass jemand anders sie wahrscheinlich geschwängert hat, ja? Wer schreit da im Badehaus? Ich kann eine Frau pausenlos rumschreien hören. Ich werde noch wahnsinnig. Es soll eine Möglichkeit geben, den Fluch loszuwerden. Aber, also, ich meine jetzt mal Spoiler, ne? Muss natürlich eine andere geopfert werden. Ist ja klar, das bin dann ich. Dieser verdammte Priester braucht einfach zu lange. Ich nehme es jetzt selbst in die Hand. Hm? Was ist das? Kachel 08. Das ist eine Kachel. Von der Wand. Oder was? Aber toller PC. Also, ich bin ehrlich. Das Letzte, was ich jetzt anstelle von Mia Sama-san oder wie die heißt, Mainz 04-Sohn, machen würde, wäre ins Badehaus gehen. Keine Ahnung, ich würde eher in seinen Wagen springen. Naja, aber hilft ja nichts, ne? Okay, also wenn ich klingel, kommt der hier hin. Ich könnte schnell klingeln und dann hier hinter die Wand und dann geht er vielleicht an mir vorbei. Was ich auch machen könnte, ich könnte klingeln, hier mich hinkauern und warten, was der dann macht, wenn der, weil vielleicht verlässt er das Haus oder so. Das könnte ich mal machen. Okay, er hängt. Oh.
ganz vorsichtig, ganz leise. Oh, ist der ein Vollidiot. Oh mein Gott. Okay, das war krass. Das war sehr krass. In den Keller. Das heißt hier rein. Und dann gibt's hier irgendwie eine Luke, meinen die? Oder hier unter dem Müll? Oh! Ah ja! Hauptsache, der Typ kommt jetzt nicht. Jetzt sieht's. Hä? Okay, ich hätte die Dachpappe noch... Oh, ja. Hallo? Abonniert Hand auf Blatt. Ich glaube, ich kann noch rennen, oder? Ja, komm, scheiß drauf. Digga, wer hat so einen Keller? Da, von dem Badehaus. Hallo? Die verarschen mich. Pass auf, ich sag euch, was passiert. Ich gehe jetzt in diesen Raum noch ein, zwei Schritte rein, dann knallt die Tür zu. Und dann wird man eine Stimme hören, die mit mir redet. Ja, das muss natürlich mal ordentlich gemacht werden. Eine Schere. Und jetzt? Ist was im Kissen. Ich werde dich beschützen, das verspreche ich, mein kleines Baby. Es tut mir leid, ich werde nicht zulassen, dass er einfach macht, was er will. So, jetzt drehe ich mich um und da steht er dann wahrscheinlich. Oh ja, ich höre eine Tür. Das ist natürlich ungünstig. Ja, hallo, Herr Priester. Ich dachte schon, der Dieter. Die Schere in die scheiß Hand, stech ihn ab. Ja, vielleicht ist er auf unserer Seite, wer weiß. Hi, na? Du bist gekommen. Ja, ich weiß selber nicht, wieso. Es ist so schweinedumm, nicht wahr? Vor langer Zeit fühlte sich der Vermieter zu einer Frau hingezogen. Ich weiß, war in seiner Wohnung. Schließlich brachte sie Zwillinge zur Welt. Durch die Geburt geschwächt, starb sie an Blutverlust. Ich habe das Gefühl, während meines Jobs in den letzten Tagen habe ich das alles so fragmentweise miterlebt. Als der Vermieter davon erfuhr, war er mit Angst erfüllt und kontaktierte mich. Ah, du bist also schuld, dass ich hier bin, ja? Ich gab den Zwillingen die Namen Toru und Irena und brachte sie in einem Waisenhaus unter. Die Frau, die hier gestorben ist, hieß Yoko. Ach so, warte mal, Zwillinge, das heißt, dann ist der Typ, der seine Schwester sucht. Du bist so groß geworden, Irena. Ich hätte es dir schon früher sagen sollen. Ja, was soll man sagen? Hätte, Fahrradkette, nicht wahr? Yoko, deine Mutter ist zu einer Ubume geworden. Seitdem sucht sie den Vermieter heim. Ja, dazu sage ich nur Gottes gerecht. Um den Fluch zu beenden, muss das Kind der Ubume in demselben Alter verbrannt werden, in dem die Ubume gestorben ist. Erzählst du mir so ganz casually, ne? Also klar, ey, ich mach's freiwillig. Ich krabbel oben in so einen Ofen und dann... Du solltest jetzt weglaufen, bevor der Vermieter dich findet. Jetzt? Ist leider eine Einbahnstraße. Oh, ich kann hier nicht lang. Oh, doch. Dann lauf ich mal. Ganz ehrlich, ich würde mich lieber verbrennen lassen, also... Bloop, bloop, bloop. Quack, quack. Gut, ich... Ja, das habe ich mitbekommen, dass da es blub macht. Aber ich würde lieber gehen wollen, als mir jetzt da als ein Bad zu nehmen. Aber das Spiel sagt nein. Gut, dann gehen wir da jetzt rein. Hallo. Bruder, bist du's? Bist du gerade am Ersaufen? Oh nein! Ich mach das sauber, gar kein Problem. Lalala. Mensch, tolles Spiel hier schon wieder. Ich arbeite so gern hier im Badehaus. Hier ist gerade gespawnt. Zack. Easy. Gut, dann gehe ich jetzt.
Oh, jetzt die Wände. Mann, nochmal den ganzen Betriebsalltag hier nochmal neu erlebt. Ey, die wollen mich verarschen. Hä? Hä? Was war das denn? Ah, vorher mal einsprühen, ne? Dann die Scheiße hier wegwischen. Kommt diese Embryo-Kacke aus der Wand. Das ist schon besonders. Ein tolles Finale. 6, 5. Ja, komm, sprühe ich nochmal drüber. So. Noch ein Spielchen? Oder darf ich gehen? Hier in diesem Scheißbade. Oh, jetzt kommen hier auch noch die Buschtrommeln hinzu. Spiegel putzen, klar. Das habe ich noch hier fehlt. Schön. Phase 3 vom Bossfight ist echt lit. Ach, jetzt hier. Ah, hier war die Geburtenstätte, ne? Haben wir noch was? Bisschen Fleischwurst aus dem Spiegel? Ah ja, hier. Blutwurst. Hä? Temperatur ändern? Nein, ich will... Was ist das denn jetzt für eine Kacke? I don't know, aber ja. Keine Urukais! So, easy. Kann ich jetzt bitte... Danke. Wäre ich nur nicht zur Blubberblase gegangen. Denn wer, das hat man schon früh gelernt, vor ein paar Jahren. Hieß es schon, wer Blubberblasen bläst? Nee, wie war das? Also keine Taubennüsschen. Heute ist Badetag. Ah ja, der Vermieter. Du dumme Sau. Ich hau rein. Haha, hab ich alles unter Wasser geträumt. War ein bisschen Panik mit dabei. Wo ist mein Bruder? Hallo? Jetzt aber ran. Habe ich mir eingegeben. Ja, war eine Nahtoderfahrung. Aber, ich meine, in meine Wohnung ist super, weil Sackgasse. Gut, was mache ich dann jetzt? In den Schrank? Nein, du bleibst draußen. Aufs Klo kann ich auch nicht. Ja, Digga, und jetzt? Ich glaube, hier ist gut. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel das will. Da tut sich was. Beim Loch in der... Mashallah, hier ist Haarwuchs. Hat wer eine Schere? Bro! Ich sehe nix. Oh, Pflaster ab, wa? Ich gehe mal doch wieder hinter den Kühlschrank, wa? Vielleicht gehe ich doch wieder raus. Dieter. Dieter. Wir können über alles reden. Der Geist. Fass mich nicht an. Nein. Du, hörst du? Wo ist mein Bruder? Kann dir mir mal helfen? Der verschleppt mich. Dieter. Das ist Entführung. Dafür zeige ich dich an bei der Polizei. In 2 Wochen bist du dran. Spätestens. Hallo. Dieter, wir können über alles reden. Ich mach nochmal eine Doppelschicht. Nachtschicht ist bei mir auch drin, auch am Wochenende. Dieter, nicht in den Keller, ich will nicht an die Kette. Der will mich verbrennen jetzt im Ofen, oder? Geil übrigens auch, wie sehr hier die ganze Zeit der Priester hilft. Der hat mich in die Scheiße gelockt. Nur wegen dem bin ich in dieser Situation. Und jetzt hat er nicht mal die Zivilcourage, mir zu helfen. Ich bin im Ofen? Nee, noch nicht. Super. Vielleicht ist mein Bruder schon im anderen. Ja, dann. So, zünd an, Dieter. Ich bin bereit. Mir ist einfach scheißegal. Brauchst du Streichhölzer? Ich hätte... Ja, geht so. Mhm. Ich mach mich klein. Oh, oh, oh ja, ich spür's schon. Jetzt wird's auf einmal warm. Den, Dieter, den Hebel nach unten, dann ist weniger warm. Bisschen Aufguss. Ich sehe Haare.